Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die. Genau, heute ist Bautag. Mathilde macht hier jetzt die Brücke höher. Warum, weiß ich schon gar nicht mehr. Damit, falls hier unten Zombies langlaufen, die nicht gegen die Brücke rennen und sie dadurch einreißen. Genau, genau. Genau, genau, genau. Vielleicht sollte man dann auch die unteren Stufen damit Cobblestone machen oder so. Dann müsste ich jetzt die untersten Stufen abreißen. Naja, mach erstmal und dann, man kann sie ja vielleicht 1:1 tauschen. Für die nächsten Stufen, wenn ich das breiter mache, da können wir gerne die untersten Cobblestone machen. Mhm. Aber trotzdem würde ich die unten mit Holz verarbeiten, also richtig dann so. Nicht nur eine Stufe, sondern zwei Stufen. Ja, das habe ich noch vor, ja, aber erstmal muss ja so Grundgerüst stehen. Ja, das ist das Tolle mit dieser Bild-to-Bild-Funktion. Ihr könnt jetzt, wie gesagt, Mathilde bei dem Brückenbau beobachten und mich beim Häuserbau. Denn das Spiel ist ja nicht nur, steht ja nicht nur darin, Zombies zu schlachten, sondern auch zu bauen. Finde ich zumindest. Das ist doch das Wesentliche. Weil, wenn man nur Zombies schlachten will, kann man auch andere Spiele spielen. Oh, wer ruft denn da an? Eine Nummer, die ich nicht kenne. Dann legen wir nochmal gleich wieder auf. So. Warum ruft mich bestimmt jemand während der Aufnahme an? Verfick dich, ey. Ja, ja. Auf jeden Fall Werbung. Wir machen immer zwei Mauern. Eine die Außenmauer wird dann Beton, mindestens zwei Blöcke hoch. Und die Innenmauer kommt dann Cobblestone. Darum lassen wir noch hier diese äußeren Holzrahmen. Beton hattest du vorhin angeschmissen, ne? Ja. Das heißt, vielleicht kann ich im Laufe des Tages schon die ersten abholen. Sind irgendwie, ja, aber denk dran, dass die Zementblöcke doch relativ lange brauchen, bis die fertig sind. Ja, ich habe schon falsch gebaut. Es tut mir so leid bei diesen Dingern, wenn ich die einmal falsch baue. Bei den Zementblöcken ist das noch viel schmerzhafter. Das stimmt, und ich muss ja buddeln, fällt mir gerade ein. Du willst ja immer einen Holzboden haben. Mist. Ach, jetzt habe ich hier einfach. Ist überhaupt die Mitte? Brauchen wir 1, 2 Holztüren. Zählen wir mal. 1, 2, ich kann 3, aber nochmal was 4, ganz anderes 5, nachschauen. 6. Wie tief ist denn der See? 1, 2. Der See ist 35 Meter, also minus 35 Meter ist die Tiefe des Sees. Okay. Ach, für innen brauchen wir keinen Beton, ne? Die Innenwände, sage ich mal, das kann ja weg. Nee, innen braucht kein Beton. So. Dann buddel ich meine Hütte hier eine Etage tiefer, damit wir wieder schön Holzboden haben. Ja. Und mit der Erde können wir halt außen ein bisschen hochgraben, damit wir mehr Fläche haben für unsere Verteidigungsanlagen. Was machst du gerade? Brücke. Was genau, Brücke?
Die Pfeiler stärken und dann weiterhin die zweite Stufe. Und weil ich einmal unachtsam war, hat die Brücke jetzt wieder ein kleines Loch. Kleines? Ja. Ist was eingestürzt? Ja. Nur ein bisschen, ja. Ein bisschen. Ach ja, falls ihr euch wundert, warum, ja, Tag 17, eigentlich wollten wir an Tag 17 schon ein bisschen weiter sein. Wir haben sozusagen Tag 16 komplett verschlafen, auch im Spiel, weil, ja, Heinrich, möchtest du es erklären? Ich habe vergessen, den Server auszumachen. Genau, Heinrich hat vergessen, den Server auszumachen, das heißt, der lief und lief und die Zeit verging und verging. Ja, wir hatten schon die Befürchtung, dass wir mehr als nur einen Tag verlieren. Aber alles gut. Möchtest du als Boden die erste Stufe von dem Holz oder von die zweite? Hä? Du kannst, ich kann das Holz ja noch einmal ausarbeiten, dann sieht das anders aus. Achso, nee, die erste. Die erste, die sieht netter aus. Okay. Ups, das war falsch. Mensch, ganz schöne Buddelei. Buddeln, buddeln, ja. Buddeln. Bei mir ist das nur, ja, Hinpacken von Frames. Ist ja fast wie Arbeit. Aber nicht fast. Wir werden dafür nicht bezahlt. Ach, stimmt. Ja, das kann Heinrich vielleicht nachher mal zeigen, weil sein Bild ist einfach größer als meins. Das Witzige ist, wenn man so eine großen baulichen Veränderungen an der Landschaft macht, wie zum Beispiel, man baut eine Brücke, kann man das auch tatsächlich auf der Karte sehr gut erkennen. Guck, ich zeig mal. Karte. Und hier, ja, kann man unschwer erkennen. Hier die Brücke. Hier sieht man sogar, dass da ein Frame fehlt. Also auf der Map Filter und Frame. Oh! Auf der Brücke. Achso, ja, das kann sein, weil das da noch nicht
ich will jetzt nicht sagen, unfertig ist, sondern weil da das zu flach ist, dass sich da kein Frame mehr hingepasst hat. Und man sieht sogar die Außenmauern von unserer Basis, die ich schon so ein bisschen gelegt habe. Vorgelegt habe. Ja, das finde ich auch ganz cool, dass man das sieht. Also das ist nice. Eigentlich könnte man Nachrichten machen. So ein Help in den Boden reingeschrieben oder so? Ja, irgendwie sowas. Oder wie bei The Forest SOS, obwohl ich nicht weiß, was das bringen sollte, aber naja. Naja, es scheint ja hier schon noch irgendwas zu geben, weil hier fliegen ja regelmäßig Flugzeuge lang, die irgendwas abwerfen. Oh, perfekt. Das wäre auch cool. Ich weiß nicht, ob sie das machen wollen, aber wenn man so gegnerische Spieler hätte, also jetzt KI-Spieler, müssen jetzt keine, ich will jetzt hier keinen PvP-Scheiß haben. Also nicht Player versus Player, sondern Player versus, ja, KI. PvE? Nee, ich meine, wenn es hier auch Überlebende gibt quasi in dem Spiel selber. Wir haben dann nur Zombies hier als Gegner. Ja, aber was du meinst, wenn ein Spieler gegen einen Computer spielt, nennt sich das PvE. Ja, PvE, ist ja klar. Aber ich will ja, dass er halt KI. Dass es nicht Mensch ist. Das habe ich schon verstanden. Na? Das heißt, wenn man so einen Bunker reingehen will oder so, dass in dem Bunker vielleicht auch Menschen sind, die sich da verteidigen. So, jetzt ist das wieder durchgezogen hier. Jo, ich bin mit Buddeln fertig. Ist mit Buddeln fertig? Supi. Hast du denn Cobblestones übrig? Das, weil dann würde ich so langsam anfangen, hier die zweite Dings zu machen. Den nächsten Pfeiler. Naja, brauche ich wahrscheinlich alles noch, was ich habe. Dann mache ich mir selber gleich ein paar Cobblestones. Besser ist. Weil ich habe noch gar nicht mit der Außenmauer angefangen. Ich bin immer noch bei unser kleines Bunkerhäuschen, oder wie man das immer nennen mag. Ein Häuschen wird es ja nicht. Wenn das denn echt auch so schnell gehen würde, ey. Das wäre toll, ne? Einmal mit dem Hammer auf sowas draufschlagen und schon ist es fertig. Schon sind da Bretterchen, genau. Da. Fenster brauchen wir im EG nicht, ne? Nee. Thank you.
Ach so, genau, das sollte hier ja auch mit Cobblestone gemacht werden. So, dann heißt das für mich jetzt, ich hole mir auch mein Schäufelchen, damit ich mir Lehm mache. Ja, Lehmgrube habe ich angefangen. Ich werde es schon sehen. Wenn du jetzt von der zur Brücke fährst, auf der rechten Seite der braune Fleck auf der Karte. Ich fahre noch gar nicht. Oder gehst. Wir können zwar mittlerweile Mopeds machen, wir haben aber noch keine gedacht. Da müssen wir nämlich auch noch Dings besorgen hier. Wie heißt es gleich? Dingsbums? Baumwolle für die Sitze. Warten, bis eine Zombie-Horde kommt. Zombie-Horde platt machen und ja, dann die Klamotten kaputt machen. Eine Etage sollte 3 Steine hoch sein, ne? 2 ist, glaube ich, immer zu eng. 2 ist zu eng, ja. 3. Puh. Du sagst es, Tussi. Puh. Ja. Und das Schöne ist, dann kann ich demnächst sogar schon meinen Garten in der neuen Basis sozusagen anlegen. Das ist gut. Richtig. Hier ist auch gerade so 25 Grad warm. Ich mache dann wieder die Aufgänge links und rechts so ein bisschen, ne? Ja. Dann müsstest du ja, wenn ich, guck mal, wenn ich da jetzt einen Stein hinsetze, müsstest du ja links und rechts das bauen können. Ja. Trennwand. Selber machen wir auch. So, wo hattest du die Lehmgrube angefangen? Ich weiß gerade nicht, wo du bist. Doch, du guckst schon in die Richtung. Nein, jetzt nicht mehr. Da, guck in die Richtung. Lauf, lauf, lauf. Richtung Wasser. Müssten auch Steine sein. Da müsste irgendwo ein Loch sein, direkt am Wasser. Oder habe ich das doch eher links auf der anderen Seite gemacht? Ups, falsch. Es ist doch auf der anderen Seite. Very funny, yo, old Joku. Da lang, genau. Und dann zum nächsten braunen Fleck. I think my pick whistles. Ja. Ja, dann kann man das später den Damm brechen und dann kann Wasser wieder rein. Ich spiele gerne mit Wasser. Ah ja. Ist das nicht ein Kunstwerk? Ich habe es extra so stehen lassen. Hier gab es eigentlich 2. Aber ich glaube, der steht nur noch auf 1. Könnte sich so quasi drunter verstecken. Ich finde, das ist Kunst. Das bleibt. Das bleibt in unserer Basis. Das hat so einen künstlerischen Wert. Der Heinrich ist ein Ästhetiker. Ich weiß nur, was gut aussieht. Uhu. Sieht ja auch cool aus. Ach, hatte ich nicht das Tor schon angefangen zu bauen? Das ist sogar schon fertig. Ach, verdammt, das hole ich nochmal schnell. Geh oben. Achso, du bist schon noch bei uns drüben, okay. Nimm auf jeden Fall den oberen Laufsteg. Der untere ist nicht durchgängig. Der obere, okay. Und
das ist immer voll schade, dass in der Entfernung die ganzen Bäume nicht angezeigt werden. Ja. Also wenn man das, wenn jetzt einer, sag ich mal, lokal... Passen wir aneinander vorbei? Warte gleich, das stört mich gerade. Sichtfeld bei 90%. Was soll ich das Sichtfeld verkürzen? Juhu, wir passen aneinander vorbei. Yay! Wow. Bewegungsschärfe auf. So, ich kümmere mich mal so ein bisschen um unseren Vorplatz. Dass das dann auch schön aussieht. Nicht nur der Heinrich ist ein Ästhetiker, auch Mathilde ist eine Ästhetikerin. Ja. Und ich habe sehr genaue Vorstellungen, wie das hier vorne aussehen soll. Oh! Ja, oh! Nein, oh, Zombie-Horde. Oh! Das ist meine Donnerbüchse! Donnerbüchsen, aber diese Donnerbüchse gehört mir. Genau, sie laufen auf die Brücke zu. Ah! Ich mag die Donnerbüchse, sie macht Krach. Kleine Armee, du. Ja, die Dicken fallen damit nicht so gut um. Das möchte ich auch gerne bauen. Gegenstände bauen und nebenbei Zombies klatschen. Oh ja. So, die, die mich verfolgen, sind alle tot. Multitasking Profi sein, ne? Ja. Wer sich wundert, der mich beobachtet, was ich hier mache, ja, das hat einen Sinn, was ich hier treibe. Ihr werdet auch noch sehen, was der Sinn ist. Ich hoffe, der gute Heinrich kriegt keinen Schock, wenn er hierher kommt und das sieht. Ja, das hoffe ich auch. Die anderen Leichen, verdammt. Ich frage mich, ob ich alle erwischt habe. Nee, habe ich wohl nicht. Ja, komm, ey, du willst weglaufen? Bleib mal hier. Denkst du, ich vergesse dich? Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. So. Hast du mir was mitgebracht? Ah, danke. Das ist etwas.
Ja, einer hängt an der Brücke. Hey, Skaterboy. Hat schon mal einen Knüppel im Gesicht bekommen. So, gleich reparieren. Vielleicht sollten wir links und rechts von der Brücke dann später irgendwie Stacheldraht oder so aufstellen. Ja, gucken wir mal, wenn es soweit ist. Weil die waren straight auf die Brücke fixiert. Ah, ich glaube, ich habe sie alle erwischt. Eine ganze Zombie-Horde. Zack! Mit meiner Donnerbüchse habe ich sie platt gemacht. Ah, Kreischerin. Gut, die soll uns... Scheiße, nicht sehen. Zu spät. Doofe Kuh. Ich hab doch erst die Zombies platt gemacht. Ich will doch mal eine Ruhe haben. Ich will doch bauen. Denk doch mal einen an den Heinrich. Ihr kleinen Ist mir auch gesagt. Da. Laufen sie woanders irgendwo rein. Hallo. Wegen dir muss ich das reparieren, du Horst. Mann, oh Mann. So. Repariert. Kann ich jetzt in Ruhe ins Haus gehen? Danke. Das ganze Zombie-Kloppen hat mich durstig gemacht. Ich sehe gerade, wir haben fast 200 Flaschen, die wir mit Wasser auffüllen könnten. Ich muss mich, glaube ich, noch ein bisschen um die Brücke kümmern, weil meine Cobblestone-Blocks brauchen doch noch ein bisschen länger. Ja, und ich brauche wieder Schießpulver, damit ich was von der Munition machen kann. Aber jetzt sieht es nicht jetzt mehr ganz so puzzelig aus. Heinrich wird keinen Schock kriegen. Jetzt habe ich die Tür vergessen. Mann, oh Mann. Weswegen ich überhaupt zurückgelaufen bin. Die müsste hier drin sein. Genau. Aber es ist gut zu wissen, mittlerweile komme ich mit einer Zombie-Horde alleine klar. Sehr schön. Dafür habe ich ja mal eine Donnerbüchse. Und meine Nahkampffertigkeit habe ich ein bisschen aufgewertet damit. Ein guter Junge. Ja, Nahkampf verbraucht man halt nicht so viel Munition, ne? Aber ich finde Schrot auf dem Haufen, wenn so ein Zombie-Pack auf dem Haufen ist, ist nur gemacht. Ist eingestürzt. Nein. Ach scheiße, ich wollte ja die unteren Dinger... ja Cobblestone Pfeiler machen. Manno. Bam bam. Bam bam. Ich bin gerade aus Versehen hier runtergekommen. Ja, ob du da bis zum Ende kommst, wage ich zu bezweifeln. Nein!
nicht viel schwimmen, aber mir ist eh zu warm. Wir müssen ins Wasser gehen. Cool, hat mir nicht viel gebracht. Oh, die hast du ja aber auch schon weitergemacht, oder? Barbara hatte ja nur noch die Schräge gefehlt. Ach, stimmt. Fuck, versetzt. Ich kenne das. Ey, ist ja schon fast 17 Uhr. Was? Wie die Zeit vergeht, wenn man baut, das ist ja unglaublich. Ich bin überhitzt, sehr gut. Dann ziehen wir uns halt aus. Oh. Arbeite ich halb nackt. Wie so ein Bauarbeiter. Im Sommer. Schön mit Brustflugkarte. Das ist nicht mein Telefon. Das ist mein Telefon. Ich muss nur mal gucken, wer anruft, ob das wichtig ist, dass ich dran gehen muss. Ich glaube, da gehe ich lieber dran. Moment, ich bin auf. Erstmal 4. Ach komm. 6. Dann nochmal 2. Das Tor. Wir brauchen gar nicht so viel. 3 auf jeder Seite. Irgendwie ungerade. Scheiße. Nummer 1, 2. 1, 2. Ungerade. Fuck. Shit. Muss die ganze Basis nochmal abreißen. Nein, ist halt ungerade. Meine Güte. So genau soll's. Oh ne, passt doch. Warte mal. Nee, braucht 3. Gibt's da irgendwie richtig oder falsch rum? Ach, wird schon klappen. Wird schon klappen. Ach, ich glaube, letztes Mal fällt mir auch gerade, da hatten wir so eine Schleuse. Weil das Tor ja auch nicht super stabil ist. Aber gucken wir. Erstmal muss die Außenmauer stehen. Erstmal muss die Außenmauer stehen. So, bin wieder da. Gott sei Dank hat mich kein Zombie angegriffen, während ich hier so im Wasser stand. Ja. So, ich hoffe, dass ich dann am nächsten Tag die Brücke fast mal vollenden kann. Das wäre immer was Schönes. Ja, ich kann mich mit meiner Basis hier noch lange auseinandersetzen. Ach du, die Brücke wird auch noch ein bisschen für sich brauchen. Ne? Ich setze jetzt gerade die Pfeiler für die Verbreiterung. Ja,
Das Gute ist, dadurch, dass ich das jetzt einmal hochgesetzt habe, kann ich mir... Upsala, da habe ich zu sehr am Rand abgerissen. Egal, gibt's Schlimmeres. Ja, also ist jetzt nicht so der ereignisreiche Tag, halt so ein bisschen bauen. Klar, wir Muss haben auch ja sein. Unsere Macht Bauprojekte. Auch Spaß. Das sind ja große Bauprojekte. Mensch, das ist ja gigantisch, was wir bauen. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Ja, aber genau das macht für mich zumindest auch den Reiz dieses Spiels aus, dass man so richtig schön was bauen kann. Und Action hat man auch. Ich habe eine Zombie-Horde platt gemacht. Ja. Ich hab die Brücke beschützt vor dem, mit meinem Leben. Sehr gut. Nichts anderes habe ich von einem Löwen erwartet. Ja, die Außenmauer dürfte ich noch fertig kriegen. Also ohne Beton, erstmal so. Wollten wir 4 oder 3 hoch? Ich weiß es gar nicht mehr. Was? Ich kann gerade nicht. Okay. So konzentriert? Ja. Also machst du es 3 hoch und der 4. Stein ist dann sozusagen die Decke. Die Außenmauer braucht keine Decke. Ja, du weißt doch, was ich meine. Ich wusste ja gerade nicht, wo du bist. Du ich schaue ja nicht die ganze Häuschen. Zeit nonstop bei dir auf dem Bildschirm. Nee, aber solltest du. Nee, ich bin ja hier mit meinem eigenen Bauprojekt beschäftigt. Aber ja, ein Spaß. Mathilde, ey. Oh, da geht eine fette Frau unter Wasser spazieren. Was denn? Ich stelle mir das so richtig vor. Also, ja, das war so ein hungry Zombie da. Ja, lass die doch spazieren gehen. Das ist, ja, ist eine freie Welt. Ich will sie ja auch gar nicht verbieten. Ich hab's doch nur bemerkt, dass da gerade unter Wasser so ein hungry Zombie unterwegs ist. Solange sie uns mehr wollte ich ja gar nicht sagen. Solange sie uns in Ruhe lässt, ist doch alles tutti. So, ich glaube, ich unterbreche hier mein Brückenprojekt und hole mir gleich lieber noch ein bisschen Lehm. So. Also ich habe jetzt über, ich glaube, fast 400 Steine verbraten. Und ich bin nicht fertig.
Ein anstrengender Tag. Viele Steine gelegt und nicht fertig. Schade. Wenn sich wer wundert, warum wir hier zum Beispiel die Leiter nicht ganz bis zum Boden bauen, das hat folgenden Sinn, weil die Zombies, wenn sie hier auf dem die Leiter bis zum Boden hinkommt, nämlich ganz einfach hier hochklettern. Ich habe es nämlich mal gehabt, oder wir hatten es mal gehabt, da stand gerade mal die Außenmauer und dann kam irgendwie eine Horde, whatever, und hat dann die ganze Butze zerrissen. Und ich hatte damals Treppen gebaut. Ja, dann konnten die Zombies natürlich auf die nächste Etage und ich war da nicht sicher. So, der Stein muss weg, der ist falsch. Und dann können wir eigentlich... Ja, also ich denke mal, wir sind... Ein ruhiger Tag. Ja. Na, halbwegs ruhig, ne? Du vergisst immer die Horde. Für dich war es ein ruhiger Tag, ja. Für mich war es ein sehr ruhiger Tag. Ich habe die Brücke verteidigt mit meinem Leben. Und ich habe dir schon mal gesagt, dass ich sehr stolz auf dich bin. Ja, und ich kann jetzt auf mein... Willst du jetzt ein Sternchen? Nein. Ich bin auf mein Kunstwerk hier hingekommen. Juhu! Ich bin der König der Welt. Juhu! Kann ich auch zurückspringen? Juhu! Nein. Gucken, ob das Tor funktioniert. Oh, hier, die kann man auch wegnehmen. Und das kann auch weg. Ja, ich weiß nicht. Wollen wir am nächsten Tag was Besonderes machen oder noch einen weiteren Tag mit im Bauamt? Ich kann noch weiterbauen, also... Gut, dann würde ich sagen, machen wir die nächste Aufnahme, wenn wir dann vielleicht mal zur Baustelle gehen. Ich glaube, so häufig habt ihr vielleicht auch nicht Lust, uns auf der Baustelle zu beobachten. Es passiert halt nichts Gravierendes. Schreibt's in die Kommentare, ob ihr uns bauen sehen wollt oder nicht. Möchtet ihr uns bauen sehen, werden wir natürlich häufiger Videos von unseren Bauarbeiten zeigen. Ansonsten kriegt ihr nur ab und zu mal was, so zwischendurch, und das Endergebnis. Genau. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal Schluss. Das Video geht lang genug. Ja. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, Kommentar, aber am besten wäre ein Abo. Das ist jetzt eure Aufgabe. Hinterlasst ein Abo. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüssi.